Hallo in die Heimat, da ist die Laura. Ich stehe heute vor dem wunderschönen Hollywood-Sign in Hollywood an einem strahlend schönen Tag, wie immer, und möchte euch ein bisschen meinen ersten großen Hollywood-Film The Recall vorstellen mit Wesley Snipes und RJ Milley. Es war eine unglaubliche Ehre, mit den beiden zu drehen. Wir waren fast 5 Wochen lang in Kanada letztes Jahr und jeder Tag am Set war einfach magisch, sogar mit den Aliens. Und es war immer schon ein Traum für mich, schon als Kind und als Teenager, einmal in einem Horror- oder Sci-Fi-Film dabei zu sein, weil ich fürchte mich gerne im Kino. Und jetzt die weibliche Hauptrolle spielen zu dürfen, ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Ich wollte mich bei euch allen bedanken für die tolle Unterstützung, die ich bis jetzt bekommen habe. Danke fürs ins Kino kommen. Ich hoffe, der Film gefällt euch. Bitte unterstützt ihn und wir sehen uns auf alle Fälle zur Premiere in Österreich. Ich freue mich sehr. Kann ich Ihnen helfen, Lady? Ich habe gehört, Trampen ist gefährlich. Hey, Charlie, darf ich dir Annie vorstellen? Oh, und der sabbernde Kerl da hinten, das ist Brandon. Der See hat jetzt schon über 26 Grad Wassertemperatur. Wir fahren nicht Jetski, das machen nur Idioten. Halt die Klappe! Die Meteorologen diskutieren darüber, woher diese mysteriösen Wolken kommen könnten. Was ist das nur? Irgendeine meteorologische Veränderung. Du hast hier nichts verloren. Ich hab nichts gesehen! Hilfe! Hey! Brandon, was geht hier ab? Verschwindet. Los. Einen schönen Tag noch. Ist ja Wahnsinn. Funkstation vom Militär. Leute, das ist der verrückte Kerl von der Tankstelle. Die Aliens sind weiterhin auf dem Weg zu ihrem Gebiet. Es ist da draußen. Das rote Licht. Upgrade der menschlichen Evolution dazu sagen. In den letzten 60 Jahren haben sie verschiedene Versuche durchgeführt. Die ganze Vorbereitung für heute Nacht. Du machst mich wahnsinnig. Ich wusste, dass sie schon mal hier waren und dass sie wiederkommen.